Der aus Bonn stammende Moslem Yasin Chuka hat per Videobotschaft aus Pakistan Mordbefehle an seine islamischen Glaubensbrüder in Deutschland geschickt. Tötet die Pro-NRW-Mitglieder, wo ihr sie findet, lauert ihnen auf, forscht heraus, wo ihre Wege sind, beruflich oder privat, und dann tötet sie im Morgengrauen oder in der Abenddämmerung. Nun, das ist keinesfalls verwunderlich, sowas musste früher oder später kommen, denn der Islam liefert solche Mordbefehle hier aus diesem heiligen Buch, aus diesem Befehlsbuch von Allah. Wir müssen nochmal reinschauen, Sure 5, Vers 33. Der Lohn derer, die gegen Allah und seinen Gesandten Krieg führen und Verderben im Lande zu erregen trachten, soll sein, dass sie getötet oder gekreuzigt werden oder dass ihnen Hände und Füße wechselweise abgeschlagen werden oder dass sie aus dem Lande vertrieben werden. Das wird für sie eine Schmach in dieser Welt sein und im Jenseits wird ihnen eine schwere Strafe zuteil. Wir von der Freiheit erklären uns uneingeschränkt solidarisch mit allen Islamkritikern, die bei diesen Demonstrationen in Nordrhein-Westfalen auf der Straße standen, denn sie haben für uns alle ihren Kopf hingehalten, und zwar für die Demokratie und für die Meinungsfreiheit. Mit ihren Kundgebungen haben sie auch die Feinde der Demokratie aus den Moscheen herausgelockt und für ganz Deutschland wurde sichtbar, was da für Feinde der Demokratie mit langen Bärten und in Nachthemden mit Häkelkäppchen und bewaffnet mit Zaunlatten und Messern, wie die auf die Polizisten zugestürmt sind und auf sie eingeschlagen haben. Diese Feinde der Demokratie wollen aus Deutschland einen islamischen Gottesstaat mit Scharia machen und das ist im Prinzip das Ziel des Islam. Nur nicht jeder Moslem sagt das so offen. Die meisten reden, solange sie in Minderheit sind, von Dialog, von Toleranz und warten ab, bis sie in Mehrheitsposition sind. Die Salafisten sagen das ganz offen. Nun, man muss in diesem Land viel ertragen, viel Meinungsfreiheit. Wir haben zum Beispiel vor knapp 2 Jahren in München eine Demonstration von vielen Linken gegen die katholische Kirche miterlebt. Da wurde zum Beispiel ein Kreuz in Form von 2 Penissen gezeigt, da wurde eine Prügelnonne gezeigt, da wurden also Priester diffamiert und denunziert, die mit kleinen Jungs herummachen. All das hält eine Demokratie mit Meinungsfreiheit aus. Und man hat keine Christen gesehen, die dann mordend oder schlagend oder geifernd in der Gegend rumrannten. Nein, Kritik hält ein Christ aus. Er kann damit umgehen. Aber ein Moslem rastet eben oft aus. Und das sieht man auch schon bei scheinbar moderaten Moslems wie einer Meli Kiak, die Dr. Thilo Sarrazin unglaublich diffamiert, ihn als lispelnde und stotternde Menschenkarikatur diffamiert. So sind sie, unsere moderaten Moslems. Wir erleben sie jeden Samstag in der Münchner Fußgängerzone, wenn wir über den Islam aufklären. Dann schreien sie uns entgegen, scheiß Christen, scheiß Deutsche, wir hängen euch alle auf, wenn wir erst einmal an der Macht sind. Nun, das ist der Islam. Das ist das, was dieses heilige Buch ihnen anweist. Es ist das, was Karl Marx schon im vorletzten Jahrhundert gesagt hat, der Koran teilt die Menschen in Gläubige und Ungläubige und sorgt für einen Zustand permanenter Feindschaft. Das wurde aber heute alles vergessen. Wir haben die Propaganda der politisch korrekten Medien und wir haben etablierte Politiker, die jämmerlich versagen. Aber auch wenn jetzt die Politiker und die Anhänger von Pro in puncto Islamkritik mutig sind und wenn sie die richtigen Dinge unternehmen, die richtigen Kundgebungen machen mit dem richtigen Motto, heißt das noch lange nicht, dass wir von der Freiheit gemeinsame Sache mit der Partei Pro machen, denn wir haben Grund genug, uns von Pro politisch zu distanzieren. Wir wissen alle, dass einige der Führungspersönlichkeiten ihre Vergangenheit haben. Sie waren bei rechtsradikalen Organisationen und Verbänden aktiv. Und wir unterstellen zwar nicht, dass jetzt jeder dieser Politiker noch seine braune Gesinnung hat, aber von einigen muss man es einfach vermuten. Da gibt es das Beispiel Andreas Molau. Er hat mich scharf attackiert, als ich Geert Wilders vor den Angriffen von Heinz-Christian Strache, der FPÖ, verteidigt habe. Und da kam heraus, wie eng die FPÖ und Pro zusammenhängen. Sie
haben außenpolitisch, haben sie eine starke Verbindung zum Islam. Die FPÖ zum Beispiel hat ein Positionspapier aus 2008, das meines Wissens immer noch gültig ist, wo sie Respekt vor der Weltreligion Islam zollen, wo sie eine pro-arabische Haltung haben, wo sie auch eine enge Partnerschaft mit dem Iran anstreben und gleichzeitig eine Israel-kritische und USA-kritische Haltung. Und wir haben es erlebt, René Stadkiewicz, Marc Doll und einige andere Vertreter europäischer Freiheitsparteien waren ja in Israel auf einer gemeinsamen Reise. Und da hat zum Beispiel ein Heinz-Christian Strache und ein Andreas Mölzer es nicht haben wollen, dass sie mit Kippa vor der Klagemauer gefilmt werden. Das hat seinen Grund. Es gibt dieses antisemitische Wählerpotenzial bei der FPÖ und es gibt auch noch leicht angebraunte Wählerschichten in Österreich. Damit können und wollen wir nichts zu tun haben, und zwar nicht, weil wir glauben, uns distanzieren zu müssen, sondern weil wir tief überzeugt sind, dass das der falsche Weg ist. Die Freiheit wird eine Volkspartei. Wir werden konsequent unseren Weg gehen. Geert Wilders ist unser Vorbild. Ich kann eins sagen, ich habe noch nie einen Politiker erlebt, der mich hundertprozentig bei all dem zustimmen kann, was er sagt. Er ist der mutigste Politiker Europas. Er hat immer den Islam konsequent kritisiert. Und dies ist genau der Weg, den wir auch gehen. Es wird wahrscheinlich eine Zeit dauern, wir brauchen Geduld, aber wir werden eine Massenbewegung, genauso wie in der DDR zunächst nur 10 Leute in der Leipziger Nikolaikirche waren, aber der Widerstand, der hat sich vergrößert. Zum Schluss waren es 100.000 auf den Straßen Leipzigs. Und so wird es auch bei uns sein. Der Weg wird konsequent weitergeführt.